Ich habe mir jetzt gleich mit das Buch, dass ich vielleicht wieder die Schule anschaue. Spannend. Leider kann ich den Workshop machen, nicht gehen, weil ich nur zu der Zeit selber einen Workshop habe. Ich rede jetzt über WordPress, das ist die Info. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht WordPress-Expertin, ich bin noch nicht Web-Developerin, eher System-Network-Administratorin. Die Zeit bei Radio Orange, bin gerade in Wien. Genau, mein Name ist Jackie. Also, vor dem Namen werden wir hier in der Mike geklaut, aber das ist fragwürdig. Jackie ist just fine. Wichtig vielleicht auch die E-Mail-Adresse, wenn ihr später was fragen wollt. Genau, das heißt, ich mache eigentlich eher so Sysadmin-Sachen. Deswegen auch in verschiedenen Kontexten ganz viel mit verschiedenen CMS und Bausystemen zu tun. Oft auch mit WordPress. Ich habe auch schon mit WordPress Seiten entwickelt und so weiter. Aber das ist nicht eigentlich ein WordPress-Experte. Ich kann leider auch keinen so super Einblick in die Community geben oder so. Und ich will auch vielleicht auch gar nicht überzeugen, WordPress zu verwenden. So. Ich mag, wie gesagt, einen kurzen Einblick geben, was es kann und vielleicht, wie man das schnell aufsetzt. Also, es ist wirklich very basic, wenn ihr schon mal WordPress aufgesetzt habt. Das ist vielleicht nicht spannend, was man für euch zeigen würde. Genau, kurz noch zu mir. Also, wie gesagt, das ist ein Network-Anwender und mache nebenbei ab und zu ein bisschen so Web-Developer, nicht wirklich. Also, ich bin das Web-Developer bezeichnet. Ich arbeite, wie gesagt, bei Radio Orange und bei Radio in Wien. Finden wir es uns auch noch bei IBNT, das ist ein emanzipatorisches ICT-Kollektiv tätig. Daher auch meine E-Mail-Adresse und mache sonst auch noch ganz viele andere Sachen. Genau, ich wurde gefragt vom Orga-Team, und wir haben da diesen CMS-Blog irgendwie auf den Linux offen und es fehlt WordPress. Kannst du schnell was machen? Ich habe gesagt, okay, mach ich schnell was. Weil WordPress ist irgendwie eines der größten, oder nein, der breit verbreiteten. Vielleicht nicht unbedingt, was das Beste ist, aber ich komme dazu. Also, es geht darum, wie kann ich WordPress auf einem Webspace aufsetzen, das brauche ich dazu, worauf ist wichtig zu achten, so in einem very basic Setup. Also vielleicht kurz vorher, was ist WordPress? WordPress ist ein Weblog eigentlich, so. Man kann aber auch sagen, es ist ein einfaches CMS. Es wurde sozusagen ursprünglich entwickelt, das Weblog hat gewisse CMS-Funktionalität erlangt. Ich würde sagen, es ist nicht so ein volles CMS wie zum Beispiel Joomla, aber man kann es auch verwenden. Es ist auch eine Webblog-Plattform. Also wenn ihr mal schon auf WordPress gegoogelt habt oder auf einer WordPress-Seite wart, es gibt WordPress.org und WordPress.com. WordPress.com ist einfach sozusagen das kommerzielle Outlet von WordPress, weil WordPress selbst ist Freisoftware. Und da kann ich einfach einen WordPress-Blog haben. Gibt es einen, kriege einen WordPress-Blog, irgendwas.wordpress.com, kann ich verwenden. Habe dafür einen kleinen Werbebanner irgendwo oder ich zahle dafür, dann kann ich. Zugleich ist es aber auch eine Webblog-Plattform, weil ich es als Multisite-Installation verwenden kann. Das heißt, ich installiere WordPress einmal, kann dann aber über mein Backend quasi verschiedenste weitere Blogs einbinden. WordPress ist sehr weit verbreitet, laut dem aktuellen englischen Wikipedia-Artikel ca. 25% der Top 10 Millionen Websites verwenden WordPress. Ich bin mir sicher, bestimmt, aber der Punkt ist, es ist huge. So. Es ist auch sehr einfach zu bedienen. Ist auch sehr einfach aufzusetzen und es hat auch eine gute Community dahinter, die vor allem sehr viele Templates und Plugins bereitstellt, die ich dann verwenden kann. Es ist sehr customizable, ohne großen Entwicklungsaufwand. Das heißt, dann auch als Anfänger kann ich das selbst damit machen. So, jetzt einfach ein paar Beispiele, was es gibt. Also, ich kann WordPress als selbstgehostetes Blog, wie gesagt, freie Software. Ich gehe einfach auf die WordPress-Blog-Seite, hole mir den Code, setze es selbst überhaupt. Ich habe nur ein paar Beispiele, wo ich irgendwie involviert war oder wo ich den Leuten geholfen habe, das aufzusetzen. Zum Beispiel QRX-Gänger. Genau. Sehr blog-like, man hat einfach chronologisch sortierte Beiträge und vielleicht ein paar statische Seiten oben. Aber das ist so eher ein klassisches Blog. Kann man auch ganz anders ausschauen. Das ist ja nicht von einem Projekt, wo wir einen Radiobeitrag gemacht haben und Begleiter eine gewisse Website haben. Hier geht es schon so in Richtung Website eigentlich. Das war von einem Festival in Wien, wo man eben hier auch so Inhalte hat, das Programm und so weiter zu darstellen. Aber im Prinzip war es auch wieder ein Blog. Nach und nach mal Wiki-Zugriff dazu, um mal registrieren. Zum Beispiel hier TV.at, das ist für die Immobilienwissenschaft, ich meine, das
heißt Ihre Website, hat aber auch einen ganz starken Blog-Charakter, hat unglaublich viele Artikel. Hier geht es schon ein bisschen in eine andere Richtung, VW-Orte, hier habe ich auch aufpasst, aber jetzt. Die anderen Seiten haben viel länger geladen. Das ist, weil die sehr viele Plugins verwenden und Customizations, zum Beispiel im Veranstaltungskalender ist ein eigenes Plugin und so weiter. Und das, also ich weiß nicht genau, was sie halt machen, das dauert einfach. Das trägt ja viel zu Page Growth Time bei. Und sagen, okay, ist mir egal, dann mache ich das so. Und, aber im Wesentlichen ist es auch ein einfaches WordPress-Ding. Also da ist niemand dabei gewesen, die das jetzt wirklich Developer Skills haben oder so. Sondern installieren, Templates einrichten und Plugins und Fähigkeiten. Neben selbst gehosteten Blogs kann ich natürlich auf WordPress.com gehen, wie ich schon gesagt habe, kann mir einfach einen Blog anlegen dort. Beispiel. Was in der Fall war, die Citizen-Türe, www.wordpress.com, meldet sich einfach mit einem E-Mail das an, hat das, was machen, die Gestaltungsmöglichkeiten sind dann eingeschränkt. Ich meine, warte für zur Auswahl, der sie ohne die Zahl dafür kann. Kann ich auch mit einer eigenen Domain machen, zum Beispiel umstandslos.com, das ist ein chinesischer Twitter-Blog, die sind auch einfach auf wordpress.com, liegt dieses Blog. Nur, dass sie zusätzlich jetzt selber diese umschlusslos.com-Domain sich gecheckt haben, WordPress.com, ich will über das auch erreichbar sein. Dasselbe. Das ist auch einfach nur ein anderes Theme halt. Es gibt auch andere WordPress-Farmen, sozusagen nicht nur WordPress.com, weil ich kann ja auch hergehen und kann eine Multiseitenstützung aufsetzen und kann sagen, ich biete das allen möglichen Leuten an, die einfach schnell einen Blog haben wollen. Da habe ich zum Beispiel eine Website bei noblogs.org. Das auch, habe ich, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, Begleitung zum Blog geschrieben. Ursprünglich hieß es Technos als Regular, und ich bemerke, dass meine Masterarbeit zu schnell fertig wird, dann habe ich es umbenannt, Technos als Unregular, und jetzt ist es überhaupt ein altes, wenn man es anschaut. Aber eigentlich ist es ja nett, wenn man einfach so schnell was kann. Hier ein Beispiel, das ganz anders ausschaut, ein Tag in der Agenda, T. Wird eigentlich auch, wenn man, also es hat jetzt mit dem Theme zu tun eigentlich, das so für postmediales Storytelling gemacht ist. Ich gehe daher, kann einfach nette Sachen mixen. Ich habe da den Sound deaktiviert oder kann dann Videos eingebunden werden, macht dann Video. Video ab. Interviews können eingebunden werden. Das ist eigentlich einfach nur ein Theme. Man stellt das hin. In dem Fall ist es eine kommerzielle Entwicklung in der Company in München, die das macht. Für NGOs gibt es darüber auch gratis, um eben so nette, kostenfreie Stories zu machen. Der Nachteil an dem Theme ist, dass das der Alt-Left funktioniert, wenn ich hier rausgehen muss. Aber man sieht, man kann es sehr customizen, ohne dass ich irgendwie Code anschauen muss. Und dann kann ich natürlich die eigene Webseite mit gestalten. Das ist auch beliebt. Es ist, wie gesagt, eigentlich eine Blog-Software, aber hat sich dazu etabliert, dass man das customizen kann und sagen kann, ich entwickle lieber meine eigene Webseite damit. Zum Beispiel hier, die von der Donald Klagenfurt. Da sieht man schon mal, ja, das schaut halt wie so eine Webseite irgendwie aus und man merkt eigentlich gar nicht, wie das ein WordPress ist. Oder beim Quickstrip. Das ist auch einfach ein Team, das die hergenommen haben. Hier in dem Fall ein Team, das so sonst noch mal auf der Ehrenfreiheit hatte, Podcast.net. Ja, und soweit ich weiß, haben die ja auch jetzt keine Person dabei, die da jetzt irgendwie groß codet oder so, sondern einfach ein Team genommen haben und das ein bisschen adaptiert und wird es weg einhalten. Eine ganz einfache Website, eher so eine Visitenkarte zum Beispiel. Hätte man es auch in HTML machen können, das habe ich gemacht, das für meine Mama zu mir kurz eine Website, wie ich einen Laden gehabt. Hätte ich natürlich einfach in HTML machen können, aber in dem Fall so sie bedienen können, deswegen WordPress, weil sie WordPress super einfach ist, diesen einen. Das kennt sich auch so bei meiner Mama aus. Und der Seite selber sieht es halt nicht immer dran, dass es WordPress ist. Oder so zum Beispiel Sprachen leben.at habe ich jetzt gemacht.
Hier in dem Fall auch wieder soll der Timer bedient das sein. Und dann wie die Wahlleitung gefragt ist. Und man erkennt es halt nicht, wenn man weiß, wenn man Verdacht hat, kann man schauen, gibt es die Seite WP-Admin auf der Seite, wenn dann plötzlich ein WordPress-Login kommt, dann weiß ich, ach, da hat es werden WordPress gemacht. So ist es eigentlich gar nicht mit. Ja, das waren die Beispiele. Hier, wie schaut das Backend aus? Das schauen wir uns dann gleich live an. Aber ja, es wird irgendwie mit Internetfreunde sein, es ist langsam übersichtlich. Ich kann Medien einfach reinziehen. Dann Teams auswählen, Plugins einspielen. Ja, was kann es? Also WordPress kann ganz schnell aufgesetzt werden, kann einfach customized werden, also im großen Pool an Plugins und Teams. Kann sehr unterschiedlich eingesetzt werden, weil es schon gesehen habt, es gibt Leute, die noch ganz andere Sachen WordPress machen. Kann in einem Multiserver-Mode aufgesetzt werden, also als Blog fahren. Kann sich, und das ist ganz nett, aber vielleicht auch notwendig, kann sich automatisch updaten. Sozusagen. WordPress ist im Hintergrund wartet, bis wer kommt und Website anschaut. Und wenn aber wer kommt und die Website anschaut, auch wenn das nur alle 3 Wochen passiert, dann ist es vielleicht auch wichtig, connectet sich WordPress kurz auch mit dem WordPress.org-Server und schaut, gibt es da ein Upgrade, vor allem ein Security-Upgrade. Und wenn ja, dann tut es danach gleich installieren. So, das heißt, es hält sich selbst up to date und das ist besonders wichtig, weil es da tatsächlich bei dem das ist ein weiter breiteres Projekt, das sehr viele Sicherheitslücken immer wieder gibt. Kann auch als Entwicklungsplattform genutzt werden, aber das ist jetzt eher advanced, wo ich sage, ich verwende WordPress selbst nicht, aber ich meine, viele Sachen, die sie haben, und bauen dann eigene Webseiten. Was es nicht kann, haben wir auch schon gehört, es ist von Haus aus nicht mehrsprachig, dafür brauchen wir Plugins, da gibt es auch verschiedene, und die sind auch nicht immer ideal, nämlich das oder nicht das, also das ist nicht ideal umgesetzt für WordPress. Kommt auch einfach nicht ganz ohne Englisch raus. So, also es gibt schon die deutsche Übersetzung, wenn es komplett und es gibt auch eine Übersetzungsseite, wo man sieht, wie viele Übersetzungen es gibt. Aber das betrifft dann das Backend, aber die ganze Dokumentation von WordPress selbst, wenn ich jetzt wirklich nachspiele, wie ändert etwas, ist ein Englisch. Es kann nicht 100% sicher sein, aber andererseits, ja, welche Software anders? Also eigentlich würde ich mal sagen, keine. Bei WordPress ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber aufgrund der Größe so. Und kann nicht die notwendige Betreuung selbst durchführen. Das sage ich dazu, weil ich zuerst gemeint habe, ich mache automatische Upgrades und so weiter, voll toll, dann brauche ich ja gar nichts mehr machen. So. Das stimmt nicht, ich muss mich umkümmern. Und es gibt manche Major Updates, wo ich dann trotzdem noch mal manuell reingehen muss und so weiter. Also es ist schon wichtig, sich darum zu kümmern. Ich glaube, bei WordPress ist es wichtig, die Up-to-Date zu halten, weil sonst werden die Webseiten irgendwann von Spam-Bots verwendet, um Spam zu produzieren oder wirklich die ganze Webseite. Oder im schlimmsten Fall einen Haufen E-Mails auszuschicken, Spam-Rating von einem Mail-Server runterzuhauen und so. Also, es ist wichtig, sich ein bisschen drum zu kümmern. So, wie kann ich WordPress auf meinem eigenen Webspace aufsetzen? Wenn ich sage, gibt es irgendeinen Compiler, ich kriege dazu kurz einen Webspace, wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Also, ich brauche einen Webspace, irgendwer, den man in die Verfügung stellt. Der sollte PHP haben, aber das ist pretty standard, also man kann Webspace gesehen, wo nicht PHP-Code ausmachen konnte. Und eine MySQL-Datenbank. Ja, und die Zugangsdaten eigentlich. Erzählt, wenn ich die habe, kann ich loslegen. Was brauche ich noch? 5 Minuten Zeit. For the famous 5-Minute Installer. WordPress ist dafür bekannt, aber man sieht sich selbst als berühmt dafür an, dass die Installation super easy und schnell geht. Ist es auch für ein Standard-Webbing, also man kann es gleich kurz installieren. Besonders wenn man einen netten Hosting-Provider hat, der sich um alles kümmert, der alles macht, in dem Fall bin ich selbst, das ist natürlich das Beste. Aber im Prinzip, ich gehe auf die WordPress.org-Seite, da habe ich schon Download WordPress, da kriege ich die latest Release, ich kriege nämlich alleine das runter, das mache ich jetzt nicht, ich habe mir das schon runtergeladen, habe dann hier das latest Release, das haben wir zusammengepackt, das muss ich hier entpacken. Dann haben wir den ganzen Preisimpack, dann habe ich den ganzen Preis, das ist die Software selbst, die muss ich jetzt auf meinem Webspace bringen. Wie mache ich das? Meistens, je nach Provider, was mir der anbietet, braucht einen FTP-Client, gebe da meine Zugangsdaten ein. Ja.
Hier in dem Fall kriege ich ein Username, ein Passwort und ein Servername, wo ich das draufgeben mag. Sagt Connect. Habe dann je nachdem, wie der Provider es konfiguriert, ein Folder, wo meine Webdokumente liegen. So, und dann schiebe ich die einfach rüber und warte, bis es fertig okay ist. Das dauert ein bisschen so, aber das kann ich. Ich kann ein Folder hier einfach, wie aus anderen Sachen gewohnt, aus dem File Manager, einfach drüber schieben. Mache ich jetzt nicht, im Prinzip habe ich das ein bisschen vor. Gearbeitet habe, das am Server direkt schon abgelegt und diesen Kopiervorgang, der jetzt vielleicht dann doch in der Internetverbindung 5 Minuten oder so dauert, abzukürzen. Und das ist eben, wenn man am besten Backup-Provider ist oder ein Network-Provider ist, hat es gerne Shell-Zugang gibt oder wie auch immer, dann kann ich das dann schnell hier direkt am Server entpacken. Das ist im Prinzip dasselbe, was ich sonst mal mit dem Rüberschieben. Genau. Wenn ich jetzt hier das nochmal refreshen würde, habe ich das jetzt alles hier. Also ich habe dann drüber kopiert. Jetzt gehe ich auf meine Webseite. Machen wir die. In dem Fall der Name war WP-Info, dann gemeinkert. Hier, ich habe es vorher schon geladen, sieht man, wann ich das rein habe. Jetzt lade ich Seite neu, das ist der Install Depot. Ich kann hier Spanien auswählen, kann man auch mal machen. Sieht auch für den Deutsch, gibt es sogar Schweizer Du-Version, Schweizer Version, dann Deutsch-Sie-Version, Deutsch-Version, also mögliche gibt es. Ich klicke auf Weiter, dann sagt man, okay, das brauchst du, also du brauchst eine Datenbank und Zugang zur Datenbank. Ich sage, ja, dann los geht's. Dann sage ich, das habe ich jetzt von meinem Provider geklickt. Meine Datenbank heißt so, der Username heißt so, das Passwort. Das kann ich jetzt nicht so offen, nachdem ich bitte es live gespielt oder nur aufgezeichnet. Ah, gut, dann könnte ich das Passwort sogar nicht abzeigen, aber. Nicht, während wir normalerweise hier 10 Leute schauen, wenn das dann wirklich in einem Betriebssystem ist. Ich kann hier, hier muss ich den Host angeben, das ist dann meistens wieder Localhost oder dann weiter, der viele Datenserver kommt vielleicht. Der sagt dir, dass man das einfüllen muss. Den Prefix kann man weglassen, wenn ich mehrere Sachen gleich der Datenbank installieren wollen würde, könnte ich das verwenden. Ich sage Senden, sagt mir WordPress, alles klar, okay, Installation ausführen. Dann fragt man nach, naja, wie soll denn die Website heißen? Und dann haben wir gerade das Info-Block, Username, Check-In. Und jetzt einfach mal, ich kann hier auch das Passwort verbergen und dann ein anderes Passwort einschreiben, aber man sagt im Idealfall sowieso unterschiedliche Passwörter von unterschiedlichen Seiten verwenden. Ich nehme einfach mal das. Meine E-Mail-Adresse gebe ich noch an. Sagt WordPress installieren. Und schalte mal vor. Anmeldung. Funktioniert auch. Gut, WordPress ist hier. Ich kann die Website anschauen. So schaut das die Standardinstallation der Zeit aus. Man kann auch jedes Jahr machen wir ein eigenes Standard-Theme, aber das kann alles ja ändern. Und hier ist das Backend. Hier sieht man sogar auch schon Aktualisierungen 1a. Es gibt eine Aktualisierung schon. Was dann? Aha, ein Plugin. Ich sage nochmal, das soll aktualisiert werden. Und was macht das? Wo sieht das? Hat es aktualisiert werden. Das ist natürlich nur, wenn man einen netten Webhoster hat, wo der das so konfiguriert ist, dass der Webserver auch tatsächlich Files selber schreiben darf und im Idealfall auch nicht die Files von einem anderen Webspace. Das ist sehr, sehr spezifisch, aber inzwischen immer mehr Webhoster bieten das an. Wenn ich das nicht habe, die wirklich weiß, nur per FTP hochladen darf, dann bitte WordPress auch an und fragt mir an der Stelle, sagt, hey, magst du mir deine FTP-Zugangsdaten geben, dann mache ich das für dich. Und dann geht es eigentlich genauso.
Und das ist, finde ich, ein nice Feature. Also das war jetzt die Installation. Ich glaube, wir haben knapp weniger als 5 Minuten gebraucht. Wichtig ist noch, worauf wir achten, wenn ich so gehört habe, das Teil. Also wenn ich eine eigene Installation habe, in einem eigenen Webspace oder gar noch auf einem eigenen Server. Und das ist jetzt, worauf wir achten, nicht einfach ja, sondern wirklich regelmäßig ablesen. Zusätzlich zu denen, die WordPress eh selbst machen, aber zum Beispiel Themes und Plugins dann nicht mal automatisch abgelegt sind. Unnötige Themes und Plugins nachher das wieder löschen. Also wenn ich jetzt mal anfange und ich spiele mich herum und natürlich schaue ich nach, es gibt 100.000 Plugins und Themes und cool, und das probiere ich noch aus. Manchmal hoffe ich, ja, das wollte ich doch nicht. Und was ich schon oft erlebt habe, die Leute lassen das dann mit liegen und haben das eine aktiviert. Und die anderen sind trotzdem da, weglöschen. Das macht überhaupt keinen Sinn, das aufzuheben, wenn man es eh nicht braucht. Und das ist bei jedes dieser Ding ist eine potenzielle Sicherheit. Das ist auf jeden Fall nur die Plugins funktionieren, die ich wirklich brauche. Also lieber dreimal überlegen, brauche ich das wirklich? Vor allem, wenn es ein Plugin ist, wo gibt es einen Mainmaker und eigentlich ist der schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Muss ich ja nicht nehmen, da gibt es ein anderes. Aber so, hier noch ein paar wichtige Links. Also, immer gut für ein bisschen Kontext, finde ich, Wikipedia-Seite anschauen, was diese schreiben zu WordPress. WordPress.org ist eigentlich, ja, da finde ich halt alles. Da gibt es auch den WordPress-Codex, also das ist die ganze Dokumentation. Auch ein eigenes WordPress-Translation-Blog gibt es, wo schon wie weit sind für einzelne Sprachen die Übersetzungen. Zu dem MakeWordPress.org, ja, gibt es Plus, das Free Software, geht im Hof. Dann kann man hingehen und kann sich anschauen, wie kann ich mich das selbst machen. Ja. Denken Sie es, danke für euer Interesse und Fragen gerne jetzt hier noch, was noch Zeit ist, oder per Digitalkanal eurer Wahl am liebsten E-Mail. Ah ja, und die Slides sind hier, beziehungsweise sind auch auf der Ankündigungsseite von den Talken, steht der Link schon dort. Also.